Also das ist jetzt auch eine Dame, Baujahr 83. Und das waren jetzt hier die ersten Aufnahmen. Ja, Ich bin sag mal, was richtig. ich sehe am besten gleich. Ja, Ne? sehr gerne, ja. Dass wir zur Orientierung dann immer die Halsschlagader uns anschauen, Ja. die 8 mm Durchmesser hat. Also wissen wir, dass das hier die Ja. Distanz ungefähr 1 cm ist. Liegt jetzt ein bisschen unter der Norm. Also ich bin jetzt auf der rechten Seite im Schirm, Ja, hier. wo du es ja gemessen hast. Ja, das ist hier auch knapp 8 mm gemacht. Ja, das passt auch ungefähr. Das ist zu wenig. Das sieht auch nicht so recht wie eine Drüse aus. Es ist aber kantig hier, ne? Hat insgesamt auch ein kantiges Aussehen. Also würde man sagen, das ist eine schon lange zurückliegende, abgeklungene Entzündung, wo die Schilddrüse sich auf etwa ein Drittel wahrscheinlich verkleinert hat. Zumindest jetzt in diesem Querdurchmesser. Da muss man andere vielleicht ein bisschen auch dann mit hinzuziehen noch. Und in dem links im Bild jetzt sieht man auch, dass die linke Seite auch nicht sehr groß ist. Also so im Querschnitt ist das beides relativ stark reduziert worden durch eine gleichmäßig die ganze Schilddrüse erfassende Entzündung. Also ist das wahrscheinlich eine Hashimoto-Situation gewesen, vor 10 Jahren vielleicht. Genau, ja. Und das ist jetzt eben die Frage, was kann diese Schilddrüse konkret an Hormonen bilden? Da ist man natürlich im Zweifel. Also ich glaube, dass die Bildung nicht üppig sein wird. Hast du Nee. irgendeinen Linksschnitt noch oder irgendeinen anderen Schnitt noch? Ja. Ich habe jetzt auch hier, das ist eigentlich die andere Seite, da habe ich das Ultraschall nochmal fahren. Also das ist praktisch, das war die rechte Seite und das ist eigentlich die linke. Okay, Ja. aber da kann man sagen, es ist so ein bisschen ein Schatten ihrer selbst. Gute Nachricht, keine laufende Entzündung mehr zu sehen. Nicht so gute Nachricht, möglicherweise arbeitet sie nicht gut. Aber das kann sich ja, wenn wir jetzt mit Vitamin D ausreichend, mit gutem Hormonersatz, mit Vollschilddrüse oder Schilddrüsenextrakt, Aufbau des Mikrobioms, gute Unterstützung der Nebenniere oder der Eierstöcke, falls notwendig, erwarten wir eine Regeneration. Das heißt, wenn du in 3 Monaten hinschaust, siehst du vielleicht schon, was sich da verbessern kann, dass sie nachwächst, dass sie mehr wie eine Drüse aussieht und dann müsste auch der Hormonbedarf dann langsam zurückgehen. Was nimmt sie denn derzeit? Thyrox, die wechselt immer zwischen 100 und 125. Das glauben wir sofort, ne? Weil die sieht ja nicht so toll aus in der Leistung, wobei ich denke, dass das eine übertriebene Dosierung ist, die sich daraus entwickelt hat, dass das LT halt nicht gut aufgespalten wird. Ja. Bist du dann wahrscheinlich gewillt, sie umzustellen auf Metaviv oder sowas, oder? Ja, das war nochmal auch so meine Idee, weil ich auch gesehen habe, die ist zu klein. Weiß gar nicht, was habe ich jetzt hier nur für Aufnahme, ist die gleiche. Ich glaube, dass die Regeneration viel schneller passiert, wenn der Hormonersatz optimiert wird und wenn sie jetzt so eine Riesenmenge genommen hat, nehmen musste vielleicht auch, dann nehmen wir automatisch an, dass sie viele Beschwerden hat, weil das eh relativ überdosiert ist und doch zu wenig effektiv ist. Und wenn man ihr jetzt Metaviv 2 morgens, eine abends vielleicht anbietet, das LT absetzt, dann würde man im ersten Rutsch schauen, wie sich das anfühlt. Wenn sie sagt, ich vertrage das nicht gut, ich bin jetzt noch nervös oder so, dann kann man die Dosis sogar auf 2 Kapseln reduzieren, eine morgens, eine abends. Okay, also zwei morgens und eine abends würdest du jetzt erstmal. Ich denke schon, weil es könnte sein, dass die Schilddrüse selber gar nichts macht. Und wenn sie normalgewichtig ist, ist ja das ungefähr die Dosis, die sie braucht, wenn die Schilddrüse nicht sich beteiligen kann. Wenn sie was machen will und auch anspringt, in dem Moment, wo das LT ist, ist sozusagen wie ein Würgegriff für die Schilddrüse, die macht ja nichts, weil es so hoch dosiert wird. Aber wenn es sich abbaut, dann kann ja sein, dass sie wieder was macht und dann könnte es sein, dass das Metaviv auch zu viel wird. Da gehst du halt auf 2 Kapseln zurück. Das wird sie wahrscheinlich brauchen für die nächste Zeit, denke ich. Und da ist natürlich immer Ultraschall und auch die Temperatur so ein bisschen entscheidend, was sich da tut, oder? Genau. Also ist auch untertemperaturig, also die hat so einen Durchschnitt, sage ich immer, von 36,3, ja. Arg viel höher kommt sie aktuell gerade gar nicht. Genau, wir erwarten, dass sie etwas höher wird und dass es schön gleichmäßig wird. Wenn sie ungleichmäßiger wird, dass das rauf und runter geht, dann ist es ein Zeichen für Überdosierung von Metaviv. Dann kannst du ja gleich zurückgehen. Okay. Also wenn dann praktisch wie so eine Art Zickzackkurve sich dann zeigt, oder? Genau, dass sie mal 35,8 hat, dann 36,9, dann hat sie wieder 35,1 oder so. Also das geht rauf, runter, rauf, runter.
Das ist das, wenn die Nebenniere sozusagen blockiert, weil zwischendurch zu viele Hormone da sind. Alles klar. Das gibt es bei Schilddrüsenhormonüberdosierung öfters. Okay. Und sie muss natürlich spüren, dass sie in den grünen Bereich kommt. Also sie muss sagen, mir geht es einfach viel besser. Und viele Beschwerden, die sie jetzt ankreuzen muss, sind dann weg. Das ist natürlich unsere wichtigste Forderung, weil sie spürt, ob das passt, was wir für sie machen. Okay. Gut, dann habe ich hier auch nochmal einen Fall. Auch eine Frau, Baujahr 76. Ja, das ist jetzt. Die hatte, die ist chronisch erschöpft, müde, Haarausfall, hat so diese Probleme auch mit der Verdauung, sehr wechselhaft. Die hatte mal ein Basedow und hat aber jetzt eher im Fragebogen auch Schilddrüsenunterfunktionsthematiken angekreuzt. Ja. Also Ja, aber so. sehen wir sehen, dass die größer ist, als es vorher war, ne? Ja. Sie sieht ein bisschen schöner aus. Also gerade jetzt rechts im Bild, wo du die Durchmesser gemessen hast, da sieht sie ja fast normal groß aus, also ein Hauch kleiner als normal. Sie ist kantig. Sie sieht ein bisschen drüsenmäßiger aus in der Struktur. Allerdings ist es dunkler als erwartet. Was man hier sehr schön sehen kann, ist nach der Schilddrüse diese Aufhellungszone als Zeichen dafür, dass die Schilddrüse selber sozusagen durchsichtiger geworden ist durch Herauslösung von Schilddrüsengewebe. Deswegen ist es auch dunkler aussehend. Da ist keine Flüssigkeit in irgendeiner Weise beteiligt. Das ist einfach ein durchscheinender gewordenes Gewebe. Auch hier das gleiche Thema, dass man sagt, früher hat eine Entzündung ganz schön viel an Schaden gemacht. Heute sehen wir, da ist Narben, zum Großteil Auflockerungszonen in der Schilddrüse, wo wir sagen, obwohl sie praktisch normal groß ist, das könnte ja normal für sie da sein. Ne? Also es könnte ja so gewachsen sein. Glaube ich nicht, dass die Funktion normal ist. Also deswegen würde es ein irreführender Begriff sein, zu sagen, das ist eine normal große Schilddrüse. Sicher ist sie normal groß, aber Schilddrüse muss man jetzt modifizieren. Das ist bisschen ein Ja. Schatten einer Schilddrüse, die wahrscheinlich nur ein Drittel der ursprünglichen Funktion hat. Deswegen sehr wahrscheinlich, dass sie Hormone braucht. Auch hier, was ich hier sehr positiv finde, ist, es ist ja sozusagen das Grundgerüst vorhanden, dass sich das dann durch Nachwachsen wieder regenerieren kann. Wir sehen nirgendwo, dass Narben oder so was blockieren an Möglichkeiten von Gewebe, sich wieder auszubreiten. Und ich bin mir auch sicher, dass sie noch gute hormonbildende Schilddrüsenzellen hat. Also wenn die sich vermehren würden, kann sein, dass in ein paar Monaten da das Bild ganz anders ist, aber auch die Funktion der Schilddrüse dann sehr gut ist. Aber derzeit schätze ich, dass sie vielleicht ein Drittel der Hormone bilden kann, die Patientin braucht. Deswegen wird sie auch einen Hormonersatz brauchen und ich denke auch Metaviv wäre gut. In dem Fall würde ich wahrscheinlich eine Metaviv 2 morgens und abends nehmen. Und schauen, wie das läuft, damit auch ein bisschen Spielraum bleibt für die Schilddrüse, sich auch mit Hormonbildung zu beteiligen. Ne? Also, wenn man da das TSH unterdrückt und auch mehr gibt, als eigentlich gebraucht werden, kommt ja die Schilddrüse im Wachstum nicht so gut voran, wie wenn man eben sie leicht in die Unterfunktion gehen lässt. Aber es muss halt eine Unterfunktion sein, die sie nicht spürt. Ne? Wenn sie sagt, ich bin jetzt schlapp und so weiter und ich fühle mich nicht so gut, dann ist das schlecht. Dann muss man so ausgleichen, dass sie es nicht spürt. Aber wenn es TSH dann 8 wäre zum Beispiel in der Kontrolle, dann würde man das eher positiv sehen. Es geht ihr gut und das etwas höhere TSH würde ihr das Wachstum möglichst optimieren. Ah, super. Okay. Und einen anderen Fall sind eigentlich mehrere Fälle, aber wir können uns mal den ganz interessanten, wo war der jetzt hier? Ja, das wollt ihr anschauen. Das war dieser Fall. Weil da war ich mir nicht ganz sicher, ob da, wie du das beurteilst, wegen, ich glaube, hier war das, genau. Die Knotenthematik. Ne? Genau, Knotenthematik. Das ist, genau, ist auch eine Frau. Und da ist eben, wie gesagt, so das Thema, auch so, dass sie Knoten hat, Adenome. Und
eben auch dementsprechend jetzt sich einfach nochmal eine zweite Meinung einholen wollte. Wie das aussieht, nennen die Kollegen das Adenome, ne? Aber Ja. ein Adenom wäre im Grunde genommen ein gutartiger Drüsentumor. Das hat es ja nicht, ne? Nee, nee. Man sieht ja hier die linke Seite, das siehst du, das kannst du ja genau, wo es gerade warst mit dem Cursor, da sieht man den Quergeschnitt in die Speiseröhre im linken Lappen unten. Diese schwarze rundliche Struktur. Ach, das Und unten, meinst du hier? nee. Ich weiß nicht, du siehst nicht, was ich mache, oder? Nee, ich sehe es leider nicht. Aber ungefähr, wo du jetzt warst zuletzt, da wo die Speiseröhre ist, die ist praktisch weiter nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Das, was da genau, was da so rauskommt, das Dunkle. Okay. Das runde Dunkle, das ist diese Kokardenform, diese runde Form der quer durchgeschnittenen Speiseröhre. Und darum siehst du so weißes, narbig aussehendes Gebiet. Das ist Teil auch die Schilddrüsenkapsel, aber zum Teil eben im Schilddrüsenlappen reingewachsene Narbenstruktur. Und die scheint so hell und auch der dahinterliegende Muskel wird so schön dargestellt, weil die Schilddrüse insgesamt nicht besonders blickdicht ist. Das ist auch eine starke Aufhellung, Auflockerung. Und das sieht man im Längsschnittbild auch. Also du hast da praktisch eine Schilddrüse, die zwar so ein bisschen weiß ist, aber die sehr durchscheinend ist. Das heißt, das ist eine Schilddrüse, wo insgesamt die Menge des Gewebes reduziert ist. Was noch da ist, ist aber vor allem narbig, weil die Narben sind immer hell. Also deswegen habe ich da ein schlechteres Gefühl als in Bezug auf den vorhergehenden Fall. Ich glaube nicht, dass diese Schilddrüse sehr viel machen kann, weil ich sehe ja, dass sie eher wie so ein von narbigen, wabigen Zonen durchzogenes Gebiet ist. Aber ich sehe praktisch nicht diese kleinen Pünktelchen, die man so sieht bei den kleinen Schilddrüsenläppchen. Also das ist praktisch, das sieht aus wie eine bindegewebige Hülle, die übrig geblieben ist nach einer Entzündung. Deswegen bin ich sehr skeptisch, dass das gut arbeiten kann. Und wenn dann in der Zone so rundliche Bezirke darstellbar sind, dann nennen das die Kollegen gern Adenome, die stellen sich irgendwie vor, dass das Tumore sind, aber man sieht ja in keiner Weise Hinweise auf eine Verdichtung. Ein Tumor müsste ja irgendwie ein bisschen fester sein vom Gewebe. Deswegen bin ich sehr skeptisch, dass das Adenome sein sollen. Aber wenn du das ein bisschen hochschiebst, du hast auch eine größere Auflockungszone drin, habe ich vorhin gesehen. Muss noch warten mal hier, glaube Da war nämlich unten, genau, da war unten im Längsschnitt schön zu sehen, eine Auflockungszone, wo wenig Narbengewebe drinnen ist. Das ist hier dieses Ovaläre. Ja gut, das sagen die auch wieder, das sehen die als Tumor, aber man sieht auch hier, dass die Auflockerung eine noch stärkere Aufhellung der dahinterliegenden Bereiche macht. Also weil da oben noch weniger Dichtigkeit ist, noch weniger Narbengewebe, deswegen schaut es dort dunkel aus. Und das ist dann noch mal heller geworden, weil es noch durchscheinender geworden ist. Also das ist im Grunde genommen einfach eine Schilddrüse auch, die früher eine Entzündung hatte, durch ihre kantige Querschnittsform. Ne? Im Querschnitt sieht man da so schön diese Schilddrüsenecke auf der einen Seite. Da kann man ja sagen, da ist keine Schwellung mehr da. Ne? Das ist nicht irgendwie aufgebläht durch einen Entzündungsprozess, sondern das ist eine auch, das waren jetzt drei Fälle von Menschen, die wahrscheinlich alle Hashimoto hatten, die dann zum Stillstand gekommen ist. Und wo halt dann natürlich die Leistungsfähigkeit der Schilddrüse nicht gegeben ist. Also nicht so bald. Das wird sich bald verändern, wenn sie ein bisschen bessere Unterstützung kriegen für die Regeneration. Okay, super. Also du würdest hier auch mit, ich sag mal, mit Schilddrüsenextrakten arbeiten. 100%ig den Hormonersatz damit. Ich würde Vitamin D in den oberen Normbereich bringen wollen, weil das dann wie ein Wachstumshormon auch wirkt. Und damit das funktioniert, müssen auch die Steroidhormone von der Nebenniere und gegebenenfalls von den Eierstöcken auch ausreichend fließen. Also wenn das nicht so gut gegeben ist, findet erwartungsgemäß nicht so viel, erfahrungsgemäß nicht so viel Wachstum statt. Du brauchst neben dem Vitamin D auch genug Eisen, ich denke B12. Also das sollten keine Mangelzustände sein. Und es ist auch günstig, wenn eben vom Bauch her nicht eine zu unruhige Situation ist, dass man sagt, da sind eher Schädlingskeime drinnen, sondern
Es wäre gut, wenn das Mikrobiom auch ganz gut aufgestellt wäre. Also das sind so ein bisschen die Dinge, die ich beobachte, wo Wachstum gut stattfinden kann. Okay. Aber dann erwarte ich, dass in ein paar Wochen sich schon was tut, wenn man genau hinschaut. Und in ein paar Monaten sieht man dann meistens schon deutlich die Regeneration. Und wenn man die sieht im Ultraschallbild, dann kann man auch mit der Dosis zurückgehen, weil wir dann auch erwarten, dass sie besser arbeitet. Und bei manchen ist es ja wirklich so, dass sie sagen, ich vertrage jetzt leider das Metaviv nicht mehr. Es macht mich jetzt immer so nervös, wenn ich das einnehme, weil dann die Dosis einfach schon zu hoch geworden ist durch die Regeneration. Also der Beweis, dass eine Regeneration stattgefunden hat, wäre ja die bessere Leistung der Schilddrüse. Sonst hat das ja alles keinen Wert. Na, wir wollen ja, dass das Organ seine Funktion wieder gut aufnimmt. Oh my god.